Dies sei die Eingabesequenz für einen Aufruf von Merge Sort. Wäre die Eingabesequenz einelementig, dann würde der Aufruf gar nichts tun, denn eine einelementige Sequenz ist natürlich sortiert. Also betrachten wir eine Sequenz mit mehr als einem Element. Als erstes wird die Eingabesequenz in zwei ungefähr gleich große Teile zerlegt. Also exakt gleich groß bei gerader Länge der Sequenz und um 1 unterschiedlich groß bei ungerader Länge. Es ist völlig egal, wie die Werte der Eingabesequenz auf die beiden Teilsequenzen verteilt werden, zum Beispiel wie hier einfach durch Halbierung in der Mitte. Dann wird Merge Sort rekursiv mit der ersten Teilsequenz aufgerufen. Ergebnis des rekursiven Aufrufs von Merge Sort ist, dass die erste Teilsequenz sortiert ist. Danach wird Merge Sort rekursiv auch mit der zweiten Teilsequenz aufgerufen. Auch hier ist das Ergebnis, dass die Teilsequenz sortiert ist. Jetzt müssen die beiden sortierten Teilsequenzen noch zu einer sortierten Gesamtsequenz zusammengefügt werden. Dafür wird der Algorithmus Merge mit den beiden Teilsequenzen aufgerufen. Merge arbeitet mit zwei Laufindizes, I1 und I2, auf den beiden Teilsequenzen. Die Werte an den Indizes I1 plus 1 und I2 plus 1 werden jeweils betrachtet und das kleinere der beiden wird in die Ergebnissequenz geschrieben. In diesem Fall ist es die 1 aus der ersten Teilsequenz. Weil die 1 aus der ersten Teilsequenz gewählt wurde, rückt I1 um eine Position vor. Noch eine 1 aus der ersten Teilsequenz wird mit der 2 aus der zweiten Teilsequenz verglichen und wird wieder gewählt. Daher rückt I1 noch einmal um eine Position vor. Jetzt ist die 2 in der zweiten Teilsequenz kleiner als die 3 in der ersten Teilsequenz, also wird die 2 gewählt. Und I2 rückt jetzt eine Position vor. Jetzt werden zwei gleiche Werte verglichen und es ist natürlich egal, welcher der beiden gewählt wird. Der Algorithmus ist hier so implementiert, dass in diesem Fall der Wert aus der zweiten Teilsequenz genommen wird und daher rückt I2 um eine Position vor. Jetzt kommt auch die 3 aus der ersten Teilsequenz in die Ergebnissequenz. Der Vergleich zwischen 4 und 5 fällt natürlich zugunsten der 4 aus. Die erste Teilsequenz ist jetzt vollständig in der Ergebnissequenz übernommen worden. Sobald eine der beiden Teilsequenzen fertig ist, hört der Durchlauf auf und der Rest der anderen Teilsequenz wird einfach hinten an die Ergebnissequenz angehängt. In diesem Beispiel sind das die 5 und die 6 der zweiten Teilsequenz. Das Ergebnis ist eine vollständig sortierte Gesamtsequenz. Der Algorithmus ist rekursiv. Rekursionsanker ist der Fall, dass die Sequenz leer oder einelementig ist. Im Rekursionsschritt wird die Sequenz in zwei möglichst gleich große Teile zerlegt. Beide Teilsequenzen werden rekursiv sortiert. Danach werden die beiden Teilsequenzen mit einem Aufruf von Merge vereinigt. Da die Sequenzlänge auf jeder Rekursionsstufe praktisch halbiert wird, ist die Rekursionstiefe logarithmisch. Auf jeder Rekursionsebene wird dieses Element nur in einem Aufruf von Merge angefasst. Merge ist linear, also ist die Gesamtlaufzeit auf jeder Ebene von Merge linear. Insgesamt ergibt das n log n. Gegeben sind zwei sortierte Sequenzen. Ergebnis ist eine sortierte Sequenz, die aus genau den Elementen beider Eingabesequenzen besteht. Nach i größer gleich 0 Iterationen geben i1 und i2 die aktuellen Positionen in den beiden Eingabesequenzen an. Wichtig ist, i1 plus i2 ist immer gleich i. Die Ausgabesequenz enthält aufsteigend sortiert genau die Elemente aus den beiden Eingabesequenzen bis i1 bzw. bis i2. Diese Invariante garantiert, dass die Ergebnissequenz am Ende genau aus den beiden Eingabesequenzen besteht, und zwar alle Elemente aufsteigend sortiert. Damit die Invariante von Anfang an erfüllt ist, werden i1 und i2 einfach zu 0 initialisiert. Um die Invariante durchzuhalten, werden die Elemente an den beiden aktuellen Positionen miteinander verglichen, das kleinere von beiden kommt in die Ergebnissequenz und die zugehörige aktuelle Position wird um 1 erhöht. Die Gesamtlaufzeit für Merge ist offensichtlich linear.